Die Apothekenumschau im Internet? Eigentlich undenkbar. Lebt Deutschlands größtes Kundenmagazin doch von und mit den Apotheken. Doch der Wort- und Bildverlag hat die Zeichen der Zeit erkannt und eine digitale Alternative auf den Markt gebracht. Bei der Expo Pharm in München stellte der Verlag eine iPad-App vor, über die die Apotheken ihren Kunden das E-Magazin Elixier zugänglich machen können. Warum, verrät Firmenchef Dr. Hartmut Becker. Weil wir denken, dass die Zeit dafür reif ist. Wir werden alle digitaler. Das Neue an der App ist, dass sie neben dem Serviceteil, neben dem bewährten Serviceteil, den wir übernommen haben und auch etwas ausgebaut haben, aus der iPhone-App auch einen redaktionellen Inhalt hat. Alle 14 Tage soll innerhalb der App das Elixier neu erscheinen. Ein bisschen Ratgeber, ein bisschen Spielwiese. So sollen vor allem die Stammkunden von morgen in die Apotheke geholt werden. Wir wenden uns an die Leute, die bisher in der Apotheke vielleicht noch nicht so zum Tragen kamen, zwischen 18 und 40 Jahren, die ganz eigene Gesundheitsthemen haben, vielleicht noch nicht so die großen chronischen Krankheiten, aber durchaus ihr eigenes Spektrum an Störungen, Befindlichkeitsstörungen und so weiter. Und die wollen wir abdecken auf eine Weise, die dieser Zielgruppe gemäß ist. Für die Kunden ist die App kostenlos, denn wie die Umschau wird auch das Elixier von den Apothekern finanziert. Das Besondere, wer das elektronische Magazin lesen will, muss sich die App seiner individuellen Stammapotheke herunterladen. Diese Art der Individualisierung ist bisher einzigartig. Das geht dadurch, dass sie mit Apple eine Vereinbarung getroffen haben, hier den Apotheker mit einem umfangreichen Servicepaket im App Store zu präsentieren. Jeder Apotheker hat das gleiche Angebot, damit hat Apple zwar ein kleines Problem, aber wir konnten Apple überzeugen, dass es für die Apotheker für die Zukunft Voraussetzung ist, sich mit diesem Serviceangebot im App Store zu präsentieren. Beim Verlag hat man keinen Zweifel, dass die Apotheken von dieser Art der elektronischen Kundenbindung direkt profitieren werden. Ich denke schon, dass es ein großes Plus ist für eine Apotheke, wenn Leute, die zum Beispiel interessiert sind, was ist denn wieder drin in dem Elixier, zunächst über die Startseite der sehr individualisierten Apotheken-App gehen müssen. Das heißt, der Erste, der sie empfängt, ist der Apotheker, die Apothekerin. Und von dieser Seite geht es dann sozusagen in die unterschiedlichen Bereiche dieser App rein und zum Beispiel in das Elixier. Also eine Präsentation auf einer Plattform, die bisher noch nicht verfügbar war, individualisiert und alle 14 Tage sozusagen wieder ein Anreiz, sich mit dieser Apotheke zu beschäftigen. Ich denke, das ist was durchaus Lukratives. Bleibt am Ende noch die Frage nach den Kosten für die neue App, die am Ende womöglich auf Kosten des Umschaubudgets gehen. Die App kostet den Apotheker monatlich 75 Euro. Dabei sind alle Kosten dabei wie Erstellung. Hinzu kommen nur noch die Gebühren bei Apple für den App Store, die sich pro angemeldeten App Store-Eintrag auf 80 Euro im Jahr betragen. Elixier ist zunächst ein Pilotprojekt, das bewusst noch komplett losgelöst von der Umschau daherkommt. Aber wird es irgendwann auch den Klassiker als E-Paper geben? Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Noch denken wir, dass die Leser mit der Printausgabe sehr zufrieden sind. Das wäre immer an die Apotheke gebunden. Also unser Geschäftsmodell ist einfach der, dass wir mehr Menschen in die Apotheke bringen. Und das wird auch mit den digitalen Produkten so bleiben.